ganz kurz mein Erleben, wie ich mich diesem Thema angenähert habe. Ich wurde freundlicherweise angefragt, ob ich mir für diesen Abend vielleicht nichts anderes vornehme, um zu moderieren. Da war das Stichwort Masterplan. Und ich zuckte innerlich mit den Schultern, weil ich sagte, ja gut, Masterplan, das hatten wir überall schon mal, das haben wir auch in Karlsruhe. Ich bin Karlsruher und das ist auch nicht negativ gegenüber der Stadt, aus der ich komme. Dort läuft sowas auch, aber das läuft dann doch im Vergleich relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann wurde mir vor 2 Wochen im Büro drüben im Rathaus bei Herrn Strohmeier erklärt, wie das hier ablaufen soll. Und bei aller Neutralität, die wir und meine Kollegen vielleicht so mit uns bringen, ich fand das von Anfang an richtig, richtig gut, weil da Leute dahinter stecken, was ich gemerkt habe, die das mit Herzblut machen. Und wir hier eine Bürgerbeteiligung haben, die wirklich wahrhaftig zu sein scheint. Was die daraus machen, müssen sie selber sehen. Aber das Konzept, das ich gesehen habe, hat mich beeindruckt. Und ich sage, ich finde das gut. Und jetzt interessiere ich mich für viele Dinge. Diese Fragen werden wir hier oben stellen, beantworten. Aber Sie interessieren sich wahrscheinlich noch für viel mehr. Also wenn Sie sofort, nachher, später eine Idee haben, was Sie wissen wollen, in welche Richtung Sie auch die Diskussion hier oben lenken möchten, merken Sie sich das kurz. Und wir werden dann bald auch anfangen, hier ins Gespräch miteinander zu kommen.